Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe wieder richtig lecker feine Sachen für euch vorbereitet. Und zwar, ihr seht auch hier, Pink Lady is back. Ich habe mir wieder so ein richtig schönes Feuerwerk-Auto geholt. Rauch ist dabei. Es ist dabei so einen schönen kleinen Spinner hier. Dann habe ich ja hier noch einen von einer anderen Firma. Dann das Höllenfeuer von Funke. Den Teufelswirbel von Blackbox. Smokebirds von Explode. Rattlebang habe ich noch dabei, den Final Thunder habe ich noch dabei, Pyroland BKS 7 sogar, werde ich doppelt schießen, also 14 Saluts auf Schlag, eine Titanium Whistle, Titanium Crackling Fontäne, also Titanium Thunder, dann Funke A-Böller, Pyroland haben wir hier auch wieder vertreten, dann D-Böller von Fire Event, in Funke Super 2, Funke Honey Badger, richtig krank, habe ich vorhin schon mal getestet. So, und dann auch noch ein Flinder von Pyroland, Dumboom Black Edition mit Schwarzpulver, Titanball, Crackling Beam von Pyroland, auch wieder dabei, Vulkan Mandarin Cracker, eine Rabiator und auch eine Chain Gun 2000 von Vego, da bin ich sehr gespannt darauf. Batterietechnisch haben wir jetzt die Brutus noch am Ende, werde ich doppelt zünden, weil die ja ziemlich lange läuft, dann die Queen of Welding Vulkan und die Kern Tava von Pyroland. Also, weil es so schön ist, wir nehmen jetzt einfach mal hier eine schöne große Knallkette von Vico. So, und weil es so schön war, gibt es jetzt auch noch eine Vulkan Mandarin Cracker 500. So, jetzt geht's weiter mit der Rabiator 500. Und dann haben wir quasi so einen internen Knallkettenvergleich. Ja,
So, weiter geht's jetzt mit Böllern. Und zwar haben wir hier die Fire Event D. Ja, der war richtig druckvoll. Jetzt gleich mal zwei Stück. Und die nächsten Böller. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal Funke A und Funke B. Der nächste ist Pyroland, dieser blaue Kanonenschlag. Der wollte nicht. So, jetzt haben wir hier Dum Bum Black Edition. Und jetzt kommt ein richtiger Leckerbissen, der Honey Badger von Funke. So, jetzt noch ein Funke Super 2. Der war krass, Leute. Funke Super 2. Und jetzt Funke Höllenfeuer. So, und jetzt gibt's zweimal Rauch. Die nächsten Artikel, Crackling Shots von Leslie. Jetzt haben wir den Teufel, Feuerteufel von Blackbox. So, jetzt gibt es eine Neuheit, ich glaube von dem letzten Jahr, die Titanium Thunder Fontäne. Jetzt gibt es mal wieder richtig klasse Spielkram. Spielkram in Anführungszeichen. Ein schönes Feuerwerkauto. Pink Ladies Back. So, der nächste Artikel sind diese drei aufsteigenden Brummkreisel.
So, und weil wir gerade mal bei aufsteigenden Wirbeln sind, nochmal die Smokebirds. Warum steigen die einfach nicht auf, die Dinger? Was? So, jetzt gibt's richtig feine Raketen. Einmal die Pyromax Applaus und hier Salutraketen von ABA. So, jetzt die Applausrakete. Und jetzt zweimal Salut, ABA. Jetzt haben wir noch Salutbatterie, Pfeiffer mit Crackling, Salutshot, dann zweimal Pyroland, einmal Rattlebang haben wir noch und den Queen of Welding Vulkan. Das sollte so nicht passieren. Was war denn das? So, Freunde, nach diesem Fehlzünder brauche ich jetzt was richtig Heftiges. Von Feuertopf Main, Kaliber 45mm F2. Pyro Union Final Thunder. Muss ich hier den Deckel... Julian, muss ich den Deckel hier drauf lassen? Final Thunder muss ich drauf lassen? Du kannst mal die Hülse wieder verwenden. Ach so. Fliegt mir nicht um die Ohren, das Ding jetzt. Okay. Weil es so schön war, gleich nochmal was Heftiges. Rattle Bang. Ground Shell. Was? Ground Shell. 150mm Ground Shell. Also jetzt kommt der Rattlebang von ABA. Also jetzt, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, komm, jetzt legen wir nochmal richtig los. Brutus doppelt. Weil wegen dem Aufwand. Richtiger Klassiker, gibt es kaum noch zu kaufen. Richtige Empfehlung. Also jetzt geht's weiter mit Salut, jetzt lassen wir nochmal richtig scheppern. Zweimal BKS 7. Auch hier wieder absolute Kaufempfehlung. Ich liebe diese Teile. Ultra krass, BKS 7 zweimal. Wow. So, und weiter geht's mit dem Titanball. Wirklich sehr, sehr schön. Deswegen gleich zweimal. So sehen die aus. Hier ist einfach nur so komische Folie drum gewickelt. Sehen richtig lustig aus. Wie runde Überraschungseier. Jetzt den Pyroland Crackling Beam. Vorsicht! So,
Freunde, und jetzt lassen wir es nochmal richtig rabbeln. Pyroland, Kean, Tava. Tava. Ich weiß, Leute, Feuerwerk zündet man im Dunkeln, aber ich liebe es einfach. Hier kommt einfach richtig die Stimmung rüber.